Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder was ganz Besonderes. Denn ich habe das Pack Reise nach Batu nach etlichen Jahren des Boykotts in einem Giveaway gewonnen. Und jetzt ist die Frage, was kann das Pack eigentlich? Ich muss zu Beginn sagen, ich habe absolut gar keine Ahnung von Star Wars. Es wird sehr wild. Wir werden einfach mal das Ganze so weit durchspielen, I guess. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Vielleicht kriegen wir das auch gar nicht hin. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und deswegen starten wir auch direkt rein. Hierfür habe ich schon unsere Julie Smart erstellt. Ich habe nur Batu-Sachen benutzt, außer für ihren Badeanzug. Was teilweise ein bisschen wild ist, weil die Sachen nicht dafür geeignet sind. Weil im Heißwetter ist sie vielleicht ein bisschen dick eingepackt, aber Dinge passieren. Und ich habe ihr das Bestreben Hoffnung vs. Ordnung gegeben, weil das irgendwie interessanter klang für ein Video. Ich bin sehr gespannt, was uns erwarten wird. Lassen Sie mich in Ruhe, ich möchte das hier nicht. Nein, ich will keine Quests machen. Warum wird das immer automatisch aktiviert? Ich denke, wir warten jetzt erstmal darauf, dass sie diese Einladung bekommt. Im Livestream haben wir sie tatsächlich schon bekommen. Aber offensichtlicherweise habe ich sie abgelehnt, weil wir in der Not the Berry Challenge andere Probleme haben. Aha. Warst du schon mal im Black Spire Außenposten auf Batu? Ich habe gehört, das ist ein echtes Abenteuer. Du solltest es ausprobieren. Na, dann geht's natürlich direkt los, ne? Oh Gott, das war aber eine wilde Überblende. Das habe ich noch nie gesehen. Hallo, Waldfee. Ah, Hilfe. Willkommen auf Batu. Auf Batu verwendest du eine andere Währung, die galaktischen Credits und ein besonderes Inventar. Keine Sorge, deine Simoleons Inventarinhalte sind zu Hause sicher. Sieh dir zu Beginn die Karriereleiste für deine erste Mission an, um den Einstieg zu finden. Okay, ich bin sehr gespannt. Willkommen auf Batu. Batu Outfit im Unterschlupf planen, im Unterschlupf auffrischen, Essen bei Docking Bay 7 bestellen. Und hier haben wir natürlich auch Sachen. Wir machen einfach mal das mit diesen Missionen. We will see. Oh Gott, da sind ja auch andere Dinge. Neutral. Gibt drei Dings. Aha. Hey, also keine Ahnung. Ich überfordere mich nicht. Hallo? Aha, Batu Outfit Plan. Also ich meine, wir haben schon eins. Also muss ich es eigentlich nicht machen, aber wir machen das einfach mal. Wir kriegen dann bestimmt positive Dinge. Hauptsache, ich kann dieses Kleid auswählen. Toll. Oh, schön. Wie wär's denn mit sowas? Oder zu so eine Hose? Toll, das ist unser Outfit. Da bin ich bereit für. Hallo, wer bist du? Adeline und Amber. Die sieht fancy aus. Und dann sollen wir uns noch auffrischen. Wir haben eigentlich gar keinen Hunger, ne? Aber naja, uns wird gesagt, dass wir gleich was zu essen bestellen sollen. Also machen wir das. Ich finde übrigens gut, dass das hier so leuchtet und angezeigt wird. Ansonsten wäre ich, glaube ich, komplett überfordert. Was? Ich soll das scannen? Nee, ich will nichts scannen. Lass mich in Ruhe. Aber ich finde sie schon süß. Außerdem finde ich die Haaroption im Creative Sim richtig geil. Als ich da durchgeguckt habe, dachte ich mir so, die werde ich vielleicht auch öfter benutzen. Das habe ich irgendwie nicht erwartet. Ich sag, wie es ist. Okay, das ist aber trotzdem ein Rabbit Hole anscheinend. Kenn keinen. Also das ist bestimmt alles der Anspielung und hier und da und... Sie hat ja keinen Hunger. Deswegen bestellt sie sich jetzt ein Wasser. Es kostet auch nichts. Und dann soll ich nach allen... von diesen, was hier bei Ruf steht, soll ich nach allem mal fragen. Dafür müssen wir aber erst jemanden finden. Hallo, ist hier jemand? Ich habe jemanden gefunden. Hi, Telera, hallo. Kann ich dich nach allem fragen? Das wird noch sehr peinlich, glaube ich. Ich habe wirklich keine Ahnung. Diejenigen, die nicht gefunden werden wollen, verstecken sich häufig im Wald. Okay, nach erster Ordnung fragen. Ich will dich nach allem fragen. Stopp. Die erste Ordnung. Sprich am besten mit Lieutenant Agnan. Er hält sich in der Nähe der Frachthalle der ersten Ordnung auf. Hondo würde gerne mit dir sprechen. Du findest ihn in Ogas Kantina. Wenn du dich bereits mit dem Widerstand oder der ersten Ordnung verbündet hast, ist das kein Problem. Du kannst trotzdem für ihn arbeiten. Wenn es Credit zu verdienen gilt, behandelt er alle gleich. Okay. Hallo Amber. Ich will dich auch nach allem fragen. Die erste Ordnung hat einen Teil des Black Spire Außenpostens übernommen. Dort kannst du Lieutenant Agnan finden. Du musst mit Hondo und Naka sprechen. Möglicherweise findest du ihn in Ogas Kantina im Black Spire Außenposten. Diejenigen, die nicht gefunden werden wollen, verstecken sich häufig im Wald. Okay, das haben wir aber schon. Können wir mit denen auch reden? Ah, ja, können wir. Machen wir das doch. Wie sich so ein Keks freut, ne? Wenn du dich uns anschließen möchtest, sprich mit Lieutenant Agnan im Bezirk der ersten Ordnung. Warum verschwendest du deine Zeit damit, nach irgendwelchen Schurken zu fragen? Wenn du dich mit diesen Typen abgibst, wirst du bald im Knast landen. Es wäre besser, du würdest dich mit einem kowakianischen Echsenaffen zusammentun. Entschuldigung, ich weiß noch nicht mal, was mir das sagen soll.
Was ist eigentlich ihre Mission hier? Ein Gefühl von Zufriedenheit. Ich glaube, dass sie sich in der Nähe verstecken. Sei vorsichtig. Der Widerstand ist gewalttätig und gefährlich. Wenn du verdächtige Aktivitäten beobachtest, erstatte sofort Bericht. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deiner ersten Mission. Da du dich nun auskennst, solltest du die anderen Nachbarschaften erkunden, indem du an deinem Telefon auf Reisen klickst. Neue Mission erhältst du von Sims mit einem Fraktionssymbol über dem Kopf. Verbessere weiter deinen Ruf bei den drei Fraktionen, um neue Möglichkeiten auf Batuu freizuschalten. Okay. Oh Gott, das macht immer so eine Überblende, oder? Wo sind wir denn? Hier, oder? Dein Sim ist hier. Ah. Wollen wir dann hier einmal hingehen vielleicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo. Warum kann ich das scannen? Was bringt mir das? Hallo. Ich weiß es nicht. Hallo. Ich möchte mit dir reden. Okay, ich darf nicht. Oder was? Ich will aber. Hallo, ich möchte Hallo sagen. Schön hier. Wir können die ja auch mal nach Widerstand fragen, weil das ist doch jetzt das Lager von denen, oder? Das kommt drauf an, wer fragt. Wenn du den Widerstand unterstützen möchtest, musst du dich bewähren. Versuche mit anderen Mitgliedern des Widerstands über den Widerstand zu reden. Aha, hier kommen wir noch nicht rein. Vielleicht kommen wir ja früher oder später hier rein. Weiß ich jetzt noch nicht. Hier kann man schlafen. Toll. Ich vertraue darauf, dass du den Menschen auf Batuu etwas Gutes tun möchtest. Wenn du zu einem Mitglied des Widerstands entzünde den Funken sagst, teilt es wichtige Informationen mit dir. Okay. Kann ich das hier machen mit ihr? Nein? Kann ich nicht? Oder Gerüchte erzählen? Mit Ingo kann ich das machen. Mal gucken, was passiert. Ah! Vertrauensvorschuss. Ich habe gehört, dass du hier auf Batuu etwas verändern möchtest. Ich kenne möglicherweise eine Gruppe, die deine Hilfe gebrauchen könnte, aber ich muss sicherstellen, dass deine Werte mit ihren übereinstimmen. Beginne, indem du die erste Ordnung beobachtest und mehr Bericht erstattest. Dann reden wir über deine Einführung. Da müssen wir dann bestimmt zu dieser ersten Ordnung hingehen, oder? Machen wir einfach mal. Ich soll auf jeden Fall irgendwelche Dinge analysieren und so. Ich weiß noch nicht genau, wie das alles gehen wird, aber wir machen das. Schurke. Ist jetzt nicht ganz das, was wir uns erwünscht haben, oder? Ah, guck mal, bei dem kann man auch so eine Mission dingsen. Ist das jetzt richtig, wenn ich mit dem rede? Toll! Da ist noch einer. Und da auch. Hallo, ich möchte mich vorstellen. Ah, das ist dieses komische Dingsy, was wir analysieren sollen. Nee, lass mich in Ruhe. Ich scanne jetzt lieber. Oder analysiere, oder was auch immer. Ist mir nur egal. Wir machen dieses Zeug auf jeden Fall. Die TIE Echelon scheint mit einem Schildgenerator, schweren Laserkanonen und fortschrittlichen Sensoren, mit denen der Funkverkehr des Widerstands abgehört werden kann, ausgestattet zu sein. Der Widerstand sollte gewarnt werden, sich von diesem Ding fernzuhalten. Videospielfähigkeit. Ja, super. Du nimmst deinen Job sehr ernst, Girl. Ich sehe schon. Versorgungskiste erforschen. Toll. Ich finde auch gut, dass ich hier einfach frei rumlaufen kann, obwohl keiner weiß, wer ich bin. Wait, ich habe mein Bestreben schon abgeschlossen. Die Auseinandersetzung zwischen der Ersten Ordnung und dem Widerstand hat sich nach Batuu verlagert. Der Widerstand wird von der Hoffnung auf Freiheit angetrieben, während die Erste Ordnung ihre Kontrollen ausweiten möchte. Welche Seite wirst du während deines Aufenthalts auf Batuu unterstützen? Du kannst dein Bestreben jederzeit ändern. Also, wenn wir jetzt schon hier beim Widerstand dabei sind, wie wäre es, wenn wir beim Widerstand bleiben? Es wird schon Sinn haben, warum die hier einen Widerstand überhaupt anzetteln. Nehmen wir. Ach so, dann geht das hier auch weiter. Okay, ich dachte schon. Okay, das schaltet man dann dadurch frei. I see, I see, I see. Was ist denn jetzt hier los? Aufgeflogen, weil in einer Sperrzone erwischt wurde. Oh, Ausweisüberprüfung läuft. Ups. Kann ich auch nicht wissen. Wir gehen einfach. Hallo! Bericht erstatten. Okay, Mission abgeschlossen. Viele glauben an die Sache, aber nur wenige lassen Taten folgen. Du bist eine der wenigen Ausnahmen. Ich habe 200 diese Credits bekommen. Widerstandruf, Bonusbelohnung, 7 Inventar des Sims nach. Sprich mit einem Mitglied des Widerstands im Lager, um deine nächste Mission zu erhalten. Okay, was habe ich gekriegt? Ich sehe nichts. Ah, jetzt. Was ist das? Ein Datenstift. Mit Datenstiften kannst du Bedienfelder und Holotische auf Batuu hacken. Auf diese Weise kannst du in den Besitz von vertraulichen Informationen oder sogar galaktischen Credits gelangen. Guck mal, jetzt haben wir ein bisschen positive für die bekommen. Super! Hallo, ich möchte... Muss ich jetzt nochmal entzünde den Funken sagen, oder was? Die werden mir ja nicht nochmal dieselbe Aufgabe geben, oder? Hallo! Risiken und Belohnung. Wenn du dich immer noch nicht mit uns verbünden möchtest, könntest du uns helfen, die Kommunikation der Ersten Ordnung zu stören. Ihre Technologie ist stark gesichert, aber wir hoffen, dass sich jemand mit deinen Fähigkeiten unbemerkt einhacken kann. Triff unseren Freund in Ogas Kantina. Du erhältst dann weitere Informationen. Dies ist ein riskantes Unterfangen, aber Taten sagen mehr als Worte. Zeige Einsatz, dann bringen wir dich anschließend zu Vimuradi. Okay. Howdy Pferdefan hier. Das ist jetzt auch mein Problem hier. Genau. Das war doch hier, oder? Hallo, bist du das?
Du siehst auf jeden Fall wild aus, Bro. Ist auf jeden Fall diese Ogas Cantina. Über Rechtschaffen des Transportunternehmen reden? I don't know. Ich weiß nicht, ob das unsere Mission ist. Oh mein Gott, Carla! Oh mein Gott, was macht sie denn hier? Also, falls ihr es nicht wisst, sie war in der Lucky Legacy Challenge in der ersten Generation. Diejenige, die wir... Naja, wir haben uns nur verlobt. Zu mehr kamen wir nicht, weil sie dann gestorben ist. Ich weiß aber nicht, was ich jetzt machen soll. Ich habe ja schon mit Schurken geredet. Techtelmechtel im Unterschlupf. Entschuldigung. Ich bin sehr überfordert, wenn ich ehrlich bin. Das hier? Ein paar Credits verloren, du hast... Pass besser auf dein Geld auf. Nicht jeder hier weiß, gute Gastfreundschaft so sehr zu schätzen wie ich. Ich weiß aber jetzt, also ich weiß nicht, wie ich jetzt da dran komme, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, theoretisch haben wir ja auch einen Datenschiff, ne? Müssen wir das zwingend haben? Oder reicht der, den wir haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich sonst da dran kommen soll. Ich geht's. Ja, easy. Er denkt sich nur so, ja, ich mache hier Zeug, lalala. Jetzt kommt er zu ihr. Mist. Also, was soll das hier? Sag mal! Hat sie jetzt kein Datenstück? Mann! Da müssen wir wohl doch noch an einen kommen. Vielleicht auch sonst noch mehrere. Weil scheinbar kann der einfach verloren gehen. Bitte helfen Sie mir. Ah! Da muss Schurkenkontakt stehen. Woher hätte ich das denn wissen sollen? Datenstift. So, los. Nee, lass die anderen jetzt in Ruhe. Renn. Danke. Oh, sie muss mal pieseln. Und sie muss auch mal was essen. Hab vergessen, dass sie Bedürfnisse hat. Sorry. Mal gucken, ob es diesmal klappt. Gibt es denn noch mehr diese Felder, die wir hacken können? Oh, ist das nervig. Weil offen... Also das ist ja richtig offensichtlich so. Also entweder bin ich blind oder es ist wirklich die einzige Möglichkeit. Wir versuchen es einfach nochmal. Lass mich in Ruhe. Ich mache hier nichts Illegales. Nein, nein. Oh mein Gott, sie hat einen Schock bekommen. Dein Ernst gerade? Sie sollte meine Programmierfähigkeit verbessern. Jetzt habe ich den Stift auch schon wieder nicht mehr. Ich rage gleich. Weißt du was? Ich cheate mir das jetzt. Kriege ich jetzt noch meinen Datenstift, ist die Frage? Okay, man kriegt noch einen. Dann ist ja alles, Tudi. Ich hoffe, Level 5 reicht. Ich wollte jetzt auch nicht übertreiben. Nein. Überzeugen, freizulassen. Oh mein Gott. Kann ich jetzt irgendwas tun? Ich muss mir schon wieder einen neuen Datenstift besorgen. Meine Fresse, ey. Warum ist das so schwer? Mach ich irgendwas falsch? Mann, ich habe ja noch nie einen Datenstift von dir bekommen. Hallo, hier war ich ja noch nie. Also dieser Typ geht gerade weg. Das finde ich gut. Jetzt muss ich nur hoffen, dass dieser Typ hier mich nicht erwischt. Nee, lass mich. Hey, es hat doch geklappt. Muss ich jetzt hier was machen? Achso, Handbuch ansehen, was? Hello, I need to Google, because I really don't know. Ich muss das Bedienfeld analysieren. Diese Option habe ich doch gar nicht gehabt. Dann hole ich mir gleich nochmal einen neuen Stift und ich habe noch nicht schon 20 geholt. Ah! Ich habe Ohrhörer bekommen. Toll. Das ist jetzt das, was ich brauche. Jetzt komm her, gib mir den Stift. Ich weiß wirklich nicht, was für ein scheiß Bedienfeld die meinen. Ich schwöre, ich bin jetzt hier schon zum 20. Mal durch, ne? Ich habe keine Ahnung, wo dieses dumme Bedienfeld sein soll. Vielleicht bin ich auch einfach zu dumm für dieses Spiel. Mach mich gerade richtig sauer. Ich sag, wie es ist. Meine Fresse, jetzt ist hier irgendeine Werbung, die man nicht wegklicken kann, ne? Ich raste hier schon wieder aus, wirklich. Das ist ein Bedienfeld? Wollt ihr mich verarschen? Da stand, dass man das bestenfalls abends machen soll. Ich cheate jetzt auch ihre Bedürfnisse hoch. Also, sorry, also... Boah, ich mach mich gerade so sauer, ne? Dann gucken wir mal. Beeil dich besser. Da vorne ist nämlich so ein Typ. Der Mensch geht. Wer bist du? Hoffentlich kein Schurke. Okay. Alles gut. Der wird mir nichts tun. Ah, dann rufen wir das mal ab. Es tut mir so leid, dass ich jetzt gerade so nervig bin wahrscheinlich, ne? Aber... Ah! Wo zum Fick ist jetzt dieser Turm, Alter? Er rast schon wieder aus. Das ist euer Kommunikationsturm? Wollt ihr mich verarschen? Ey, wirklich, keine mehr. Das wäre jetzt so ein Riesending. Gar nicht mehr, Leute. Ich hasse es so sehr. Ich bin orientierungslos. Könnt ihr... Ja, okay, dann let's go, ne? Oh mein Gott. Ich hasse dieses Spiel so sehr. Bla, 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 bla. Toll. Ich habe Rang 1 Sympathisantin beim Widerstand erreicht. Aha, freut mich. Ich kann jetzt Datenstifte kaufen. Falls ich wieder 30 brauche. Beeindruckend. Nur wenige von uns sind so nah an der Operation der ersten Ordnung angelangt wie du heute. Okay, Verdächtige. An dem Punkt habe ich mich aber entschieden, dass ich euch jetzt nicht mehr Live-Gameplay zeige, weil ich habe noch 2 weitere Stunden aufgenommen und ich sage, wie es ist nicht mehr so krass sehenswert. Ich habe noch Missionen über Missionen über Missionen über Missionen über Missionen über Missionen über Missionen gemacht. Damit steigt dann letztendlich dieser komische Rang und keine Ahnung, letztendlich habe ich dann noch
das Ganze gecheatet, damit ich dann schneller durchkomme. Und am Ende hatte ich einen Bug, dass ich das Ganze nicht durchspielen konnte, was mich sehr sauer gemacht hat. Das kann ich euch auch gerne zeigen, weil ich weiß, dass ihr Rage manchmal ein bisschen mögt. Und dann zeige ich euch am Ende noch einen kleinen Schwertkampf und ansonsten zeige ich euch noch unser Fazit. Aber ihr müsst jetzt nicht noch 2 Stunden mit mir rumsuffern, wie ich hier gar keine Ahnung habe und Dinge nicht finde und am Ragen bin. Also, wir wollen es ja auch nicht übertreiben. Ist jetzt nicht so, als würde ich es nicht versuchen, ne? Hä? Ich habe alle Sachen gemacht. Wieso haben wir so viele Lichtschwertgriffe? Toll. Ja, yeah, die können ja auch mal ein bisschen fighten miteinander. Haben wir das wenigstens auch mal gesehen in diesem Video? Ja, Crazy shit. Ach ja, ach ja. Fitness ist die Level 10. Ja, ja, ihr seid toll. Bla, 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 bla. Fight, fight, fight. Ja, ja. Ne? Ja, also keine Ahnung, ich sehe jetzt hier auch nichts mehr. Was wir nicht schon gemacht haben, ich weiß es auch nicht. Also, entweder ist das verbuggt oder keine Ahnung. Es lag daran, dass ich das jetzt entschieden habe oder keine Ahnung. Es macht bestimmt mehr Spaß, wenn man auch Ahnung hat und von der Materie hier und so. Aber ich habe jetzt hier 3 Stunden Dinge getan, habe nichts verstanden. Und eigentlich ist es die ganze Zeit nur von A nach B laufen. Weiß ich nicht. Ich habe da Sachen nicht gefunden. Das hat mich genervt. Die ganze Zeit, auch wenn sie Level 10 ist, scheißt sie die ganze Zeit rein. Das macht mich einfach ein bisschen sauer. Ich bin kein Fan. Und vor allem, dass das jetzt nicht funktioniert, dass ich das abschließen kann, nervt mich auch. Also, weiß ich nicht. Ich kann immer noch nachvollziehen, dass das ein sehr gehasstes Pack ist. Ich finde es vom Create a Sim und vom Baumodus echt okay. Das Gameplay ist halt einfach absolut nicht meins. Freut mich, wenn es was für euch ist, aber an dem Punkt kann ich einfach nur sagen, ich bin jetzt froh, dass ich das hier abschließen kann. Ciao. Ich werde das wahrscheinlich nie wieder anfassen. Aber hey, jetzt habe ich coole Haare und Böden. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem irgendwie gefallen. Interagiert mit diesem Video. Ich habe 3 Stunden aufgenommen. Das heißt, ich nehme mehr als doppelt so viel Zeit hier mir in Anspruch für dieses komische Video. Ich bin sauer, wenn ihr jetzt sagt, nö. Ich unterstütze das hier nicht. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal wieder. Das wird dann auch wieder ganz normal. Bis dahin und tschüss!